Das Gymnasium Schwechat veranstaltet am 23. Februar erneut den Schulball. Diesmal lautet das Motto Once Upon a Time, mit dem die Gäste in eine märchenhafte Atmosphäre entführt werden. Um den Ballsaal im Multiversum entsprechend auszuschmücken, hat jetzt das Deko-Team des Gymnasiums alle Hände voll zu tun. Neugierig wie wir sind, durften wir Ihnen dabei ein bisschen über die Schultern blicken. Die Werkräume sind erfüllt von Arbeitslärm. Was passiert hier genau? Ja, also wir sind jetzt gerade dabei, die Kulissen für unseren Ball herzustellen. Wie Sie sehen, sind wir schon fleißig dabei. Schüler sind auch dieses Jahr wieder sehr engagiert bei der Sache. Und ja, es schaut schon ganz gut aus. Also Hälfte haben wir schon geschafft. Wir, die siebten Klassen des BG Schwechat, machen die Dekoration für den Schulball dieses Jahr. Und das Thema ist auch schon bekannt. Das ist Once Upon a Time, also es war einmal. Und ich mache einen Baum, einen Märchenbaum, sehr verwachsen und da sind wir schon fleißig am Werken. Steckt viel Arbeit dahinter? Ja, also wir mussten zuerst mal alles mit PU-Schaum vollschmieren, damit die Form richtig da ist. Und jetzt müssen wir auch noch alles anmalen, also es ist schon sehr viel Arbeit. Aber wir werden auch bezahlt dafür vom Direktor. Also wir bekommen einen Teil des Geldes. Also das Thema Märchen hat, glaube ich, unsere Schülerinnen und Schüler da sicher sehr animiert, einiges zu gestalten und vor allem wie im vorigen Jahr natürlich teilweise auch riesige Plastiken und Dekorationen, die schon ein sehr, sehr großer Aufwand sind. Aber unsere Schüler machen das wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mich heute auch selber davon überzeugt. Ja, wir haben kleine Häuschen vorbereitet. Und dazu auch noch, die sieht man aber dabei nicht, die haben wir schon letztes Mal präpariert, so Rahmen für Tischnummern. Die kleinen Häuschen sind selber hergestellt, aus Ton gebrannt? Ja, alles selbst gemacht und auch selbst angemalt und ja. Na, wie viele sind das denn? Eine Unmenge. Wir müssen 60 Tische vorbereiten, also es sind 30 Häuschen und 30 Brunnen. Also das wird dann eine ganz tolle Kulisse werden. Ja, natürlich. Also wir versuchen da wieder das Ganze super groß zu machen, dass man das auch wirklich in der Halle dann sieht. Weil bei den Dimensionen müssen wir natürlich auch sehr groß arbeiten, dass man das auch dann sehr schön sieht am Abend alles. Ja. Es ist ja ziemlich aufgeteilt auf Feinarbeit bis Grobarbeit. Alles wird hier benötigt. Genau, also wir teilen das immer auf in verschiedene Gruppen. Also eben von den kleinsten Sachen wie Tischdeko bis dann eben die ganz großen Sachen dann wirklich mit 6x3 Meter und so weiter. Und da ist für jeden was dabei. Also kann sich jeder daran beteiligen und engagieren. Und wie oft müsst ihr werken in der Woche? Diese Woche sind es zweimal, aber wir verpassen ein bisschen Unterricht und deshalb versuchen es die Lehrer so aufzuteilen, dass wir nicht so viel verpassen. Aber es macht trotzdem Spaß. Ja, natürlich. Man kann also mit den Schülerinnen und Schülern doch sehr zufrieden sein. Das ist ja immerhin außerhalb des Regelunterrichtes, da sind sie doch sehr fleißig. Ja, also sie machen den größten Teil außerhalb des Regelunterrichtes, sind aber sicher mit großer Begeisterung dabei. Aber nicht nur die Deko-Gruppen, auch die anderen Gruppen arbeiten ganz intensiv dran, damit der Ball dann am 23. Februar auch wirklich ein Erfolg wird. Wie lange ist die Vorbereitungszeit? Ist ja relativ kurz für so viele Fassadstücke und Dekorationen. Ja, es ist so, dass wir meistens immer Anfang des Schuljahres dann mal beginnen mit dem Brainstorming, dass wir uns da zusammensetzen und einmal uns überlegen, was wollen wir überhaupt machen. Da sammeln wir die verschiedenen Entwürfe und so weiter. Und dann ab November geht es dann sozusagen wirklich dann los. Da fliegt dann die Spinne und ja, da sind wir dann voll dabei. Bis hin zu Kulissenmalerei im Großformat, wo man ja fast die Dimensionen aus den Augen verliert. Ist gar nicht so einfach, das umzusetzen. Absolut, ja. Es ist halt hier im Werksaal, wirkt das immer alles so riesig groß und dann drüben in der Halle merkt man erst eigentlich, dass es gar nicht so groß ist. Ja. Und wir sind dann natürlich auch beschränkt ein bisschen vom Platz, aber jetzt durch die umgebauten Werksäle, also es ist immer wirklich zufrieden, ist gut ausgestattet und können auch toll arbeiten. Wenn man jetzt die Arbeit beiseite lässt, freuen Sie sich selbst auch schon auf den Ball?
Natürlich freue ich mich auf den Ball. Allerdings muss ich sagen, in erster Linie ist es für mich ja so, dass eine gewisse Spannung vorhanden ist, genauso wie für die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob wirklich alles klappt. Und das ist natürlich schon ein ganz wichtiger Faktor, der vielleicht ein wenig die Freude trübt. Aber wenn es soweit ist, dann genießt man den Ball. Also wenn der Tag einmal gekommen ist, dann ist sowieso alles andere schon gelaufen. Und dann, wenn der Abend da ist, dann kann man nur mehr genießen.